Ein weiterer Schwerpunkt des Buches ist auch die Wettbewerbsanalyse, die es ja auch zu einem gewissen Bekanntheitsgrad gebracht hat. Was muss man sich darunter vorstellen? Die Wettbewerbsanalyse ist im Prinzip ein schriftliches Abbild des derzeitigen Wettbewerbes. Die Wettbewerbsanalyse ist von der Art und Weise, wie sie aufgebaut ist, ausgerichtet, quasi den Käufer wiederzuspiegeln. So ein Käufer in der heutigen Zeit schaut sich ja 10, 15, manche ja sogar 20 Immobilien irgendwo in 6 Monaten, 9 Monaten, 12 Monaten an. Dementsprechend vergleicht der Käufer ja Immobilien mit Immobilien. Der vergleicht eine Dreizimmerwohnung mit einer anderen Dreizimmerwohnung im Viertel und versucht für sich die günstigste herauszusuchen. Die Wettbewerbsanalyse basiert darauf, dem Eigentümer, sprich den Auftraggeber, den Wettbewerb wiederzuspiegeln und ihm die Information zu geben, auch aus der Sicht, aus der Expertise eines Maklers heraus, mit welchen 2 oder 3 Immobilien diese seine, die zu verkaufende Immobilie zurzeit im direkten Wettbewerb steht, um dementsprechend auch in vielen Fällen eine Preisanpassung ermöglichen zu können. Also im Grunde so wie eine schriftliche Wertermittlung erhält der Eigentümer in dem Fall eine, ja, so eine Art, ich darf nicht Gutachten sagen, aber so eine Art Bewertung, wie seine Immobilie im aktuellen Markt steht. Korrekt. Dass um diese Preise, die zurzeit vergleichbare Immobilien angeboten werden. Ich kann auch dem Makler zum Beispiel hier an dieser Stelle vielleicht eine kleine Hilfestellung geben. Es gibt eine Homepage, eine kostenlose Homepage, nennt sich wohnpreis.de. Da können Sie sich selbst das auch einmal anschauen. Okay, jetzt will ich gar nicht mehr darauf eingehen, wie die Wettbewerbsanalyse entsteht und wie sie sich aufbaut. Das kann man sich auch an anderen Quellen, natürlich auch im Buch, anschauen. Wo liegt eigentlich der psychologische Nutzen? Der psychologische Nutzen liegt darin, dass die Wettbewerbsanalyse es dem Makler ermöglicht, dem Eigentümer quasi dazu zu bringen, den richtigen Preis zu nennen. Sprich, der Preis kommt durch die Wettbewerbsanalyse ja nicht durch den Makler zustande, sondern der Eigentümer erkennt, in welcher Bandbreite seine Immobilie anzubieten ist und es steht auch dementsprechend hinter diesem Preis. Und der Makler wiederum als Experte hat diese Information dem Eigentümer zur Verfügung gestellt. Er stellt sie zur Verfügung, aber es ist nicht das, was der Makler für ihn ausgerechnet hat. Korrekt, korrekt. Also der Eigentümer kann das nachkontrollieren, kann selber recherchieren und kann dementsprechend ja auch seine Begründung für sich und für den Makler begründen. Und damit hat natürlich der Eigentümer wahrscheinlich ein besseres Gefühl da. Der hat ein besseres Gefühl und es entsteht nicht dieses Verbalkarate. Der Makler hat diese Preisvorstellung und der Eigentümer hat diese Preisvorstellung und dann wird argumentiert, gerechnet und anders ausgelegt, was es jetzt wirklich wert ist. Die Wettbewerbsanalyse ermöglicht es dem Eigentümer, den für seine Immobilien richtigen Preis zu finden. Selber zu finden. Und auf diesem damit kauft er und kriegt nichts verkauft. Das würde den Kreis aufschließen. Das heißt, es wäre gut vorstellbar, dass so mancher Makler allein mit der Wettbewerbsanalyse schon eine saftige Preisreduzierung auf ein normales Niveau völlig kampflos erreicht hat. Korrekt. Man kann auch in beiden Fällen, wenn ich es jetzt mit einem Mathematikprofessor zu tun habe oder mit einem Siemens-Ingenieur, dann kann ich ja ein klassisches Gutachten machen, berechnen und im Nebenher über die Wettbewerbsanalyse das Ganze aufzeigen. Das ist ja sicherlich von Kunde zu Kunde irgendwo auch ein bisschen unterschiedlich. Aber der Teil der Strategie ist klar, nicht der Makler ist immer bitter der schlechten Botschaft, sondern er zeigt eigentlich nur, wie es draußen aussieht. Er zeigt durch seine Erfahrung und sein professionelles Verhalten eine Spiegelung des Marktes dar.